Dann sind wir da reingelaufen und mein Freund war im Wartezimmer mit mir. Ich habe geheult. Ich habe schon beim Reinlaufen geheult, weil ich gewusst habe, diesen Flyer in der Hand, mir ging schon schlecht. Ich habe schon auf dem Weg reingeheult. Mein Freund hat versucht, mich zu beruhigen, aber ich konnte einfach nicht. Ich hatte Angst. Und ich saß dann im Wartezimmer und dann hat er gesagt, er geht jetzt, er bezahlt die Rechnung und er holt mich dann später ab. Und dann bin ich in das Zimmer reingegangen. Dann habe ich das nicht unter Vollnarkose gemacht, sondern örtliche Betäubung. Ich habe nur geheult die ganze Zeit. Und die Helferin hat meinen Arm gestreichelt, hat gesagt, ja, ja, ist alles in Ordnung, das macht jeder. Und nach der Abtreibung wusste ich, okay, mein Leben ist vorbei. Nadja Veronese ist Schönheit wichtig. Sie macht Sport und investiert viel Zeit in ihr Aussehen. Als junge Frau fand sie sich hässlich. Wenn ich im Spiegel geschaut habe, habe ich mich nicht schön gefunden. Ich habe da zwar ein Spiegelbild gesehen, aber gedacht, es steht da zwar ein Mensch dahinter, aber wie ein grauer Schatten sozusagen. Und mich habe ich selber nicht gesehen. Mir ist gutes Aussehen immer wichtig gewesen. Wenn Menschen schön sind, habe ich immer gedacht, da kriegt man eine Anerkennung. Und wenn man nicht schön ist, dann ist man nichts wert. Die Ursache für ihr negatives Selbstbild sieht Nadja in ihrer Kindheit. Ich hatte geringes Selbstwertgefühl, weil ich von klein auf nie gesagt bekommen habe, dass ich schön bin. Und weil meine Schwester mir immer gesagt hat, ich bin dumm und hässlich. Also es war so verankert in mir, dass ich das geglaubt habe. Mein Bruder ist der Älteste und mit dem war sie ein Team sozusagen. Wo ich auf die Welt kam, hat mein Bruder mich als sein Engel gesehen. Und meine Schwester nicht so beachtet. Und daher ist sie eifersüchtig geworden, hat gedacht, er lebt sie nicht mehr und hat dafür mich verprügelt und gehasst. Meine Eltern haben das gar nicht mitgekriegt. Und dann bin ich in mein Zimmer und habe mich dort verkrochen. Lob oder so haben wir nicht gekriegt. Und hat mir keine irgendwie Bestätigung gegeben, weder meine Eltern noch Verwandtschaft, dass ich schön bin. Und deswegen bin ich so durchs Leben gegangen. Niemand erfährt, wie es Nadja geht. Als in der Jugend alle beginnen, sich für das andere Geschlecht zu interessieren, sieht Nadja sich weiterhin als graue, unscheinbare Maus. Die Jungs haben mir schon gefallen. Ich war auch teilweise in die verliebt. Aber ich habe gedacht, ich habe sowieso keine Chancen, weil ich nicht schön bin. Mit 21 Jahren begegnet ihr im Fitnessstudio ein Mann, der ihr Interesse weckt und den sie unbedingt erobern möchte. Den fand ich interessant und dann habe ich ihn darauf angesprochen, ob wir was trinken gehen. Dann sind wir in die Stadt was trinken gegangen und dann habe ich seine Hand genommen und so waren wir zusammen. Also es war nicht so, dass ich verliebt war in ihn, sondern ich habe gedacht, okay, meine Freundin haben jetzt auch einen Freund und jetzt habe ich auch einen Freund. Beeindruckt hat mich an ihm, dass er Muskeln hat. Ich stehe auf Männer, die Muskeln haben. Das heißt für mich, dass die einfach stark sind und mich beschützen können. Charakter, das war mir nicht so wichtig. Und da war mir die Figur und das Aussehen wichtiger. Also er hat eigentlich nie Komplimente gemacht. Er hat nur einmal gesagt, dass er mich liebt. Und dann wollte er von mir hören, dass ich ihn liebe. Und da habe ich gezögert. Und dann war der so verletzt, dass er es dann nie wieder gesagt hat. Im Fitnesssport finden sie ihren gemeinsamen Schnittpunkt, doch ihre Partnerschaft bleibt oberflächlich. Nach einem Jahr Beziehung wird Nadja ungeplant schwanger. Ich habe einen Test gemacht und dann bin ich zum Frauenarzt gegangen und der hat mir dann bestätigt, dass ich schwanger bin. Und dann bin ich nach Hause gegangen und gedacht, oh ja, ich bin schwanger und habe mich total gefreut, weil ich gedacht habe, oh, Familie und so. Und dann habe ich auf ihn gewartet, weil er gearbeitet hat. Dann kam er nach Hause und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, du, ich muss dir was erzählen. Und dann sagt er, ja, was? Und dann sage ich, ja, du, ich bin schwanger. Hab mich so gefreut. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, nee, oder? Und dann war ich erstmal schockiert. Und dann hat er gesagt, ja, er will das Kind nicht. Und dann ist eine Welt für mich zusammengebrochen. Ihr Freund fordert von Nadja eine Entscheidung. Wenn ich das Kind behalte, hat er gesagt, ist er weg. Mein Freund, der war da total blockierend. Keine Verantwortung, raus aus dem, entweder ich oder das Kind. Ich habe Angst gehabt, ihn zu verlieren, weil ich hässlich bin und nie wieder einen Mann kriege. Das war so meine Angst. Und ich war da so eine Zwickmühle. Ich wollte das Kind und ich wollte ihn.
aber ich konnte nicht beides haben. Und daher habe ich mich für ihn entschieden. Und er hat mir auch verboten, mit irgendjemandem zu reden. Da ich nicht selbstbewusst war, habe ich mich auch nicht getraut, irgendjemand was zu erzählen. Weder meiner Familie noch irgendjemanden. Auch wenn ihr Gewissen rebelliert, entscheidet sich Nadja für eine Abtreibung. Der Tag der Abtreibung weiß ich noch heute ganz genau. Ich bin mit ihm zur Klinik gefahren. Wo wir reingelaufen sind, ist eine Frau davor gestanden, eine ältere Christin. Und die hat einen Flyer in der Hand gehabt. Den hat sie mir gegeben und darauf stand, Abtreibung ist Sünde. Da kommt man in die Hölle. Daran kann ich mich sehr gut erinnern, weil ich die so schockiert angeguckt habe, weil ich schon wusste, das war für mich eine Bestätigung, ich komme in die Hölle, absolut. Nadja ist keine praktizierende Christin, aber sie hat katholische Wurzeln und glaubt an einen Gott. Wo ich schwanger war, da habe ich mich gar nicht an Gott gewendet. Da habe ich alles mit mir selber ausgemacht. Ich wusste, dass es nicht richtig war, aber ich wollte auch nicht meinen Freund verlieren. Dann sind wir da reingelaufen und mein Freund war im Wartezimmer mit mir. Ich habe geheult. Ich habe schon beim Reinlaufen geheult, weil ich gewusst habe, diesen Flyer in der Hand, mir ging es schon schlecht. Ich habe schon auf dem Weg reingeheult. Mein Freund hat versucht, mich zu beruhigen, aber ich konnte einfach nicht. Ich hatte Angst. Und ich saß dann im Wartezimmer und dann hat er gesagt, er geht jetzt, er bezahlt die Rechnung und er holt mich dann später ab. Und dann bin ich in das Zimmer reingegangen. Dann habe ich das nicht unter Vollnarkose gemacht, sondern örtliche Betäubung. Ich habe nur geheult die ganze Zeit. Und die Helferin hat meinen Arm gestreichelt, hat gesagt, ja, ja, ist alles in Ordnung, das macht jeder. Und nach der Abtreibung wusste ich, okay, mein Leben ist vorbei. Nadja und ihr Freund sprechen nie wieder über diesen Tag. Die beiden ziehen zusammen, die Normalität kehrt ein. Und niemand ahnt, wie es in Nadjas Innerem aussieht. Mit meinem Freund und mir ging es dann ganz normal weiter, Alltag. Aber für mich selber innerlich ist was kaputt gewesen. Ich habe noch jahrelang danach immer abends geweint. Ich war sehr traurig, habe keine Freude mehr gehabt. Das war eine ganz schlimme Zeit, fand ich. Ich habe mich auch nicht mehr geschminkt, ich habe mich nicht mehr zurechtgemacht. Statt Fitness ist Backen dann mein Hobby geworden und die Wohnung sauber zu halten. Ich hatte überhaupt keine Lust, irgendwie mit Freundinnen was zu machen. So vergehen 3 Jahre. Dann beginnt in der Zahnarztpraxis, in welcher Nadja arbeitet, eine neue Auszubildende. Sie ist Christin und Nadja erzählt zum ersten Mal einem anderen Menschen, was geschehen ist. Sie hofft auf Hilfe für ihre quälenden Schuldgefühle. Unter 4 Augen habe ich sie gefragt, wie ist das? Kann Gott verzeihen? Und dann hat sie mich umarmt und hat gesagt, Gott verzeiht dir, Gott liebt dich. So eine Liebe hat die ausgestrahlt. Ich habe mich irgendwie geborgen gefühlt. Ich wusste, irgendwas Göttliches war es. Und das war befreiend. Das war so eine Last, die von mir genommen worden ist. Ich wusste, Gott hat mir verziehen, aber ich habe mir selber nicht verziehen. Nadja beginnt regelmäßig Gottesdienste zu besuchen. Und so entdeckt sie auch die Bibel. Langsam hat es in mir irgendwie was geweckt. Also ich habe gemerkt, okay, es war nicht richtig, was ich gemacht habe. Die Abtreibung war nicht richtig. Es hat gearbeitet in mir. Und umso mehr ich gelesen habe, umso mehr ist mir bewusst geworden, dass ich nicht richtig lebe. Also nicht in göttlicher Sicht lebe. So allmählich habe ich Bezug langsam zu Jesus bekommen. Habe auch mit ihm geredet und habe ihm auch gesagt, wenn ich meinen Freund verlasse, dann werde ich mich zu Gott bekennen. Weil ich gemerkt habe, wir passen eigentlich gar nicht zusammen. Da ist das Aussehen ist abgeflacht. Also das war nicht mehr so wichtig. Die neu gewonnenen Einsichten arbeiten in Nadja. 1 Jahr lang wägt sie ab und sucht nach neuen Wegen. Dann, nach 6 Jahren Beziehung, trennt sie sich von ihrem Freund. Nach der Trennung ging es mir ganz schlecht. Ich bin ausgezogen und hatte einen Berg Schulden, weil wir damals einige Sachen gekauft haben zusammen, aber es ging auf mein Konto. Innerlich war ich total am Ende. Ich wollte mein Messer nehmen und mir die Pulsadern aufschneiden. Ich lag im Bett und dann war mein Gedanke, ich habe so viel Schulden, ich habe meinen Freund verlassen, ich habe mein Kind getötet, keiner liebt mich und ich will einfach nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr. Und dann wollte ich mir das Leben nehmen, weil ich gedacht habe, ich finde keinen Ausweg mehr.
Ich habe das Messer schon in die Hand genommen. In dem Augenblick war eine Hand quasi da, die meine Backe gestreichelt hat. So ein warmes Gefühl an der Backe und eine Stimme hat in mein Herz gesprochen, dass ich Jesus vertrauen soll und dass alles gut wird. Das Erlebte lässt Nadja nicht mehr los. Noch in der gleichen Woche entschließt sie sich zu einem großen Schritt. An dem Wochenende habe ich mein Leben Jesus gegeben. Das war wie, wenn man sich auf eine Wolke fallen lässt. Das war ein Glücksgefühl. Nadja bringt ihre Vergangenheit in die Seelsorge. Dort kann sie die Schuldgefühle, die sie seit der Abtreibung quälen, loslassen. Da bin ich frei geworden. Das war so toll, dass ich mir selbst verziehen habe und dass mein Kind mir verziehen hat. Und das mir so wichtig war. Ich habe Gott um Verzeihung gebeten und er hat mir auch verziehen. Ich habe früher ja ein graues Bild gehabt von mir. Mit dem Lippenstift habe ich am Spiegel Gott liebt dich hingeschrieben und habe es immer gelesen. Und habe dann eines Morgens in den Spiegel reingeschaut und plötzlich war dieser Schatten weg. Und dann habe ich mein Spiegelbild gesehen und habe gedacht, oh, so schlecht sehe ich ja gar nicht aus. Heute bin ich glücklich. Gott hat mich schön gemacht und ich bin einzigartig. In dieser tollen Geschichte durften wir erfahren, welchen Frieden Gott denen schenkt, die ihr Leben Jesus Christus geben und Vergebung erfahren. Schau dieses Video als nächstes und erfahre, wie Gott Süddeutschlands größten Bordellbesitzer zu sich gezogen hat.